So, wie gerade schon angekündigt, gleich heute die nächste Folge und mal schauen, welches Spiel für diese Folge jetzt ausgewählt wird. Lost Lands ist es auf jeden Fall nicht, die Meinung. Oh, Rambo Jumbo ist wieder auf dem zweiten Platz. Okay, diesmal Sunrider Mask of Arcadius. Na, bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, was ich mir da in die Liste geholt habe und was das für ein Spiel ist. Okay, das Spiel wird schon einiges länger brauchen, weil es hat 1,2 Gigabyte zum Runterladen oder zumindest zum Installieren. Mal gucken, runterladen sind es 1,1 Gigabyte, also nur unerheblich weniger. Das wird noch einen Moment dauern, aber für euch ja relativ einfach. So, es ist ein Visual Novel und ich kämpfe mit Air Max. Naja, da bin ich ja mal gespannt, was da so die Schwerpunkte tatsächlich sind. Auf jeden Fall scheint es eher so ein bisschen so Strategiespiel zu sein, mit irgendwelchen Einheiten ziehen und bewegen. Also ja, mal abwarten und jetzt noch ein paar Runden Däumchen drehen, bevor ich dann ins Spiel starten kann. Okay, dann geht's jetzt endlich los mit dem Spiel. Soweit der erste Einstieg. Mit den, ja, den einzelnen Charakteren, die hier in dem Visual Novel dann wahrscheinlich relevant werden oder denen ich begegnen kann. Und ja, scheint ein Spiel für Erwachsene zu sein. Bin ich mal gespannt. Und dass die möglichen Gegenspieler. Okay, soweit der Start. Dann werde ich jetzt erstmal hier in den Settings die Musik noch weiter runterfahren, sodass ich noch ein bisschen hören kann. Aber sie die Lautstärke nicht weiter stören sollte. Und dann Vanilla Edition Beta 72. Gleich direkt ins Spiel und ich starte meinen Countdown-Timer. First Arrival, na dann. Please select your difficulty. Okay. Difficulty Level, Visual Novel, Reduced Difficulty Level, bla 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 bla. Casual Mode for people too new to the Tactics Genre. Insane, Survival is no longer guarantee, na toll. The enemy is numerous and fierce, but victory is still possible. Okay, Hard und Space War Mode. Display Tooltips, ja, Enable Edge Scroll. Schauen wir mal. Display Battle Log. Ich nehme erstmal den Casual Mode, einfach um das Spiel erstmal kennenzulernen und mal schauen, inwieweit ich das hoffentlich später noch umstellen kann. This story takes place as well live today. A universe reminiscence, but vast different from your own. Okay, also es ist ein anderes Universum. Und die Menschheit hat sich in das gesamte Universum verbreitet und die dominante Spezies. Aber wir sind nicht sicher. Denn es gibt eine Allianz, die das neue Empire angreifen wird. Soweit, so klar wie immer. Es muss ja immer irgendjemand geben, der irgendjemanden angreift, sonst wäre es ja auch viel zu langweilig.
Okay, also wir gucken jetzt gerade auf den Planeten runter. Shields landed forward towards the seat and Spock is pilot. Quick save, save load, auto preface menu. Okay. How much further until we get? Just a moment now. Can't wait until you meet your girl. Can you see her? Okay, das ist halt dieses ganze Visual Dingsbums, Krimskrams. Okay, also Shields ist nicht Schild, sondern es ist einfach ein Name. Okay. She looks fine, vessel. Just hang tight, Captain. Won't be long now. Okay, go, go, go. Ich will irgendwas anstellen. Okay, wir sind jetzt im Hangar und das ist aber Captain on Deck. Willkommen an Bord, Captain. First Officer Ava Kreskentja, reporting for duty. Okay. It's been a while, Ava. Same to you, Captain. Last time we saw each other in high school. Sie sehen auch nicht viel älter aus, als wären sie jetzt gerade erst aus der High School rausgekommen. Ja, Dinge haben sich immer geändert. Und sie stimmt zu. Okay, was ist der Status? 2 Wochen Testsysteme und so, okay. Tell me more about the Sunrider. Okay, das sind wahrscheinlich die Maschinen. Ja. Okay, mit großen Kanonen und was auch immer. Mit 50 an Bord. Okay. So, tell me more about this orange alert. Okay, was ist los? Pact has just come this morning. Okay, also die haben mehr Planeten erobert und wir werden da schon irgendwas gegen übernehmen. Okay, was machen wir jetzt? Okay, auf mit dem Schiff. Na los, dann ab ins Weltraum. Go, 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 go. Hangar Bay. Deck 0, Deck 1. Bridge. Okay, Deck 0 ist Side Bay, Mess Hall, Captain's Quarter. Und da bin ich gerade, da stehe ich gerade. Kann ich mir erstmal mein eigenes Quartier angucken? Okay, kann ich nicht. Ich kann nicht frei irgendwo hinlaufen. Gut, dann direkt dort zu ihr. Das ist die Main Bridge. Okay. So, Star Map. Okay, Engineering. Also use the tab to research and construct. No. Ah, okay. Naja, Skipboard machen wir jetzt noch nicht. Will ja jetzt erstmal noch ein bisschen wissen, wie und worum es überhaupt geht. Also Research and Development ist auch hier. Dann die Mess Hall, wo ich sicherlich noch andere Leute treffen werde. Hey, was will die denn in meinem Quartier? Finally, these are your personal quarters. Ja, ich hoffe, das lässt sich noch ein bisschen gestalten. Looks like I've moved up in life. Or it's almost loft in Sierra City. Please don't mess up your room too much, Captain. Ah. I've already got some ideas on how to relocate. Aha. Sie will meinen Raum umgestalten? Na, wie freundlich. Okay, die Crew wartet vor der Tür und will das Schiff stärker machen. So, die Formalitäten sind jetzt erledigt. Dann lass uns mal weitersehen, was es jetzt zu tun gibt. All hands, this is your captain speaking. Many your stations activate the main reactor and light the engines. Also ich bin Kaito oder Kaito, Kaito. Momentarily we will begin a live test of your engines by sailing port and making one round to the moon. Genau, lass uns einmal um den Mond fliegen und gucken, ob alles funktioniert. Main reactor is coming away, Captain. Power is increasing. Wake up, Lady Ava. We are getting out of here. Hey, Sir. Helmsman, light the engines. Okay, also starten. Lässt zack. Das klingt nicht gut. Irgendwas ist kaputt gegangen. Okay, outside. Okay, wir werden gleich angegriffen. Wie schön.
Na los, dann lass uns mal was machen. Meine Güte, bis wir hier mal durch sind, da ist das ganze Ding schon in alle Teile zerlegt. Okay, an enemy missile frigate took aim at a Sunrider. Okay, die feuern auf uns. Oh, wir stecken noch in dem Gitter fest. Das sieht nicht gut aus. Battle E-Stations. Willkommen zu den Tactical Screen Captain. From here you can issue orders. Ja, jetzt kann ich endlich das Battle Grid benutzen. Issue an order to a unit, simply select a unit, moving and attack expends energy. Each unit has a finite number of energy points. Once all the units under command have not... Also die Packs, Laser-based Weapon, Range Weapon, Kinetic Weapon. Na dann. Awaiting orders. Minus 90 Energie. Assault. 0% Laser, 80%. Und 10... Schadenspunkte, Kinetik 0%, Missile 90%. So, wo steht denn meine... Jetzt ist mir aber das Ganze... Okay, das ist wahrscheinlich die Energie insgesamt. All ahead full. So, Laser kostet 70 Energie. 90%. Target locked. Boah, 14 Hitpoints übrig gelassen. So, jetzt habe ich nur keine Energie mehr. Aber dafür habe ich immer noch alle 50. Weg. Ja, das hätte ich mir fast sparen können. 60 Damage. Und zwei Intercepts, das heißt zwei sind abgeschossen worden. Vier Intercepts. Und nur 28 Damage. Okay, gut. War das schon alles? So, dann müsste ich ja jetzt eigentlich Assault Gun Spray Explosive Low Caliber Rounds Enemy. Even if the enemy evades one round, another may hit. Armor is twice effective assault. But lack firepower. Na, 90%, 95%. Weiße Badge of. Dann nehmen wir mal die Missiles, die kosten wenig Energie. Our missiles are away. Und werden hoffentlich den ersten dann platt machen. 1000 Damage. Naja, dann machen wir das doch bei dem zweiten gleich nochmal. Dann ist der nämlich auch hinüber. Habe ich irgendeine Beschränkung? Ah ja, okay, ich habe nur einmal Missiles. Na, so ein Pech. Ja gut, hätte ich mir vorher nochmal anschauen sollen. Ja. Nur blöd, dass die jetzt wieder mit den wenigen... So ein paar Hitpoints, die übrig bleiben. Naja, aber so lerne ich zumindest nach und nach. 39. The Sunrider is at your disposal, Captain. So, dann machen wir das nochmal mit den Lasern. Und dann sind die auch weg. The enemy has taken damage. Jetzt hat er 402 Damage gemacht. Hätte er mal vorhin machen sollen. Naja. Victory. Okay, für Casual ist es sehr angenehm. So, $100 für jedes. Repair kostet $15, Netto Gain 185. Aber da möchte ich nicht wissen, wie viel Schaden ich hätte nehmen können. Okay, continue. The force are pushing my packed units back. The packed fighters are no longer threatened.
Na los, weiter geht's. Ja. Noch mehr. No, it's unlike anything I've ever seen before. Okay, es gibt neue Enemies. Okay, sie haben größere Sachen. Sweet Mother of God, what is this thing aber? I don't remember Pact having anything that colossal. Tja, anscheinend haben sie wohl genauso große Viecher wie wir. Over 3 kilometers length. Arms is enough guns to take down a fleet 3 times your size by itself. Naja, das heißt, es wäre Zeit hier schnell zu verschwinden. Aber jetzt kann ich eigentlich... Okay. What distinguished firepower? So, jetzt machen wir mal die Musik bitte aus. Weil die ist mir dann doch zu eintönig und störend. Ja. Okay. Hull Breach. Super. Wie kommen wir jetzt weg? Oh oh. Jagt gleich den ganzen Planeten in die Luft. The Warship New Terra City with this last shot. I'm still trying to figure the scope, but to use a weapon that had Magneton a civilian target, more than a million civilians have been lost. Tja, Kriege beginnen immer ziemlich dreckig. Also, jetzt haben wir gleich wieder einen Grund, nicht mehr zu reden, nicht mehr zu verhandeln, sondern gleich zurückzuschlagen. Millionen Tote auf der einen Seite, folgt Millionen Tote auf der anderen Seite. So ein Käse. Okay, und wir verschwinden erstmal, um uns irgendwo zurückzuziehen. Ist das Kyoto? Ja. Los, ab geht's. Sun Rider. This is the beginning. Shields at his office writing his daily log. It's been a week since the fall of Terra. Okay, da 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 da, the crew starting beneath him too. The double interrupt shields coming. Captain, in use of the fleet? None. Okay, alle weg, alle tot. The packed force find us, we are sitting ducks here. You're suggesting that we give up the search? Disagreed. I think we have wasted enough time for you. Nein. Long range gunners do not show any Sarah's signatures. What left of your government sunrail is dissolved 6 days ago. Okay, das heißt, sie sind nicht entkommen. Sir, well, a pirate ship. Pirate ship sunrider, I like the sound of that. I don't intend to becoming a pirate captain. Hm, klar, warum nicht? I should actually we go rogue? Natürlich. Wir machen, was wir tun müssen, um zu überleben und natürlich die Bösen zurückzuschlagen. Ist nur die Frage, ob es wirklich die Bösen sind. Are you questioning my orders, Commander? Nein. I'm not the kind you remember anymore, aber just all times. Ist doch immer schön, sich der alten Zeiten zu erinnern. The guts saying they put me as your first officer. I don't even want to imagine how much trouble you had caused if we aren't here to clean up after you. Ah ja, genau. Ihr räumt hinter mir auf und ich mach Chaos. Sprache lässt sich wahrscheinlich nicht umschalten. In the meantime are your orders. We will warp to the nearest neutral planet of Tydaria. Okay, damit wir mal ein bisschen reparieren können. Und what the status of Sunrider? What are you holding up after what happened? Report to the bridge. I will see you there once I'm ready. Okay, status of Sunrider. Had better days, blah blah blah. Alles okay. Before you could pick any of your riders. Das heißt, wir haben... We're missing your chief engineer and your doctor. So, boost research development and the stick bay are still dark. Okay, das heißt, uns fehlen noch ein paar Leute. Und Geld fehlt uns sowieso. Na schön.
Okay, das heißt, wir müssen noch ein paar Sachen machen. Und was gibt es noch? Are you sure? Yes, we got immediate problems then that I suppose you are right. Indeed. Okay. Gut, dann ab auf die Brücke. So. Das heißt, ich kann die anderen Sachen immer noch nicht weiter anklicken. Nur da, wo Leute sind. Da kann ich mit denen sprechen. Okay. Access Galaxy Map. So, Sera, von da sind wir gerade gestartet. Tyradia, da wo wir hin wollten. Und Return to Map. Ah, okay, das ist die Map und das andere ist die Karte. Na gut. Dann auf zur Galaxy Map und auf nach Tyradia. Tyradia, Class 3 Planet, Population 3 Millionen, Main Repair and Resupply. Okay. Hi Captain, Kurs Ladin. Das müsst ihr doch alles nicht so umständlich erzählen. Lass uns einfach losfliegen. Also, einfach losfliegen und das war's. Ja. Tschum. Tschum. Warp complete, Captain. We arriving the mining void of Tyradia. What kind of help do you think we are able to get here? Resources and supplies. Flag. I'm not finding any of them. The flag register. Damn pirates. Ja, los, lasst uns etwas tun. Was? Ah, this is the Pirate Radar, Havoc. Lower your shields and surrender your cargo. Wir haben doch überhaupt nichts. Stand down, this is an armed warship of Sera Space Force. We will not hesitate to open fire in your approach. Sera Space Force? Who? Your ship will make a lovely addition to my pirate fleet. Coast set. Na dann. Two pirates rider inbound fast. Na los, dann lass uns die doch einfach erwischen. Maybe a little show of force will help put her in her place. Captain, please don't underestimate your enemies. Na los. Ui, das sind aber eine ganze Menge. We have heavily outnumbered, Captain. What are your orders? Concentrate on the lead bomber. Das ist wahrscheinlich der da. These pirates think about nothing but themselves. One Cosette realizes we mean business, she will probably back off. Understood, Captain. Let's hope this goes as planned. Destroy Havoc. So, das ist Havoc. Pirate Grunt. Pirate Destroyer. So, Damage 200. Damage auch, maximal 200. All systems are green. So, die Missiles kann ich ja dann schon mal da einsetzen. 42%, 32%. So, mehr als 100 habe ich eh nicht. Schauen wir mal, our missiles are away. Ob die vielleicht frühzeitig schon was entscheiden können. Was stand da eben? The enemy has taken damage. Na, das war aber nicht viel. Die meisten haben sie abgeschossen. Naja, dann schauen wir mal, dass wir den ersten hier abschießen. Commencing fire. On target. 390 Damage. Okay, das reicht, dass der explodiert. Einer wenige, der uns Schaden machen kann. Also, entturn. Ist eh keine Energie mehr da. So, das Missiles. Eine Missile. Null Interceptors. 98%. Ah, okay, nur 15 Damage. Nicht so gefährlich. Okay, Laserstrahlen. 13 Damage. Okay, und das sind die großen. Ja, sehr schön. Beginning to fracture.
Okay, was hat jetzt die Kombination mit den 70 und den anderen zu tun? Damit schrieb man, wir venting air in the four sections. Assistance are stretched to capacity. How did you many missiles get through? Are the gunners blind, Ava? We still concerning from Sarah. The sunrise giving it their all. Now's your chance. Take their engines out, but leave the ship intact. We will cut down the crew hand to hand. Okay. Hook. Did you just call me little? Yes. You kill them all, but leave the captain for me. He's mine. Okay. Captain, please do not provoke the enemy. Damn, just one problem after another. Was passiert hier eigentlich? Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? The cavalry has arrived. Okay, ich bekomme Unterstützung. A hero of justice. She's flying a mercenary rider license. The United Mining Guild Captain. Okay, das heißt, sie hat auch was dabei. Na los, dann lass uns doch mal weiterspielen. Ah, da oben. Ah, okay, das ist die Scroll Map. Blackjack, good to go. So. Assault. Missile. 68%. 20 brauchst du dafür. Das heißt, ich kann dich auch ein Stück weiter nach vorne bringen. Go, go, go! Puls 50, Missile 20. Wenn ich vorschlage, hier erstmal den auszuschalten. The hit is solid, Captain. Ja, der ist hinüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob deine Missile einschlägt. Ein Interceptor ist 80% effektiv. Justice served. Okay, immerhin. 350 Damage, 440 hat sie noch. Das sollte dann beim nächsten Turn ausreichen, um Assault, Mele, das bringt alles nichts. Aber ich kann die hier schon mal davor setzen. Dann kann hoffentlich keine Missile weiter einschlagen. I'll burn them all. So. Vier Intercepts. Unleashing Firestorm. Jetzt haben sie nochmal drei Intercepts. Sections 32, 16 and 2 have been compromised. The enemy has missed. Ha, sehr schön. Diesmal haben sie wieder getroffen. Sections 32, 16 and 2 have been compromised. Okay. So. What do you need, Captain? Das ist natürlich die Frage. Puls 62 und du müsstest bis dahin. Schick mal dich mal da oben hin. What do you need, Captain? Und Puls Laser. Mal gucken, wie viel Schaden die machen. 188. So, dann sollte jetzt noch mit einem Laserschlag sollte das Schiff auf jeden Fall zerstört werden können. All systems are green. Commencing fire. The enemy has taken damage. So. Und was jetzt? Gibst du jetzt auf? These guys aren't versus fallback. Enemy ships are bugging out. We got them. Ja, das war sehr spannend. Okay. So, die sind geflüchtet, dann kriege ich dafür aber keine Belohnung. Enemy Destruction Reward 400. Surrender Bonus 100. Ist das mein Surrender? Repair Cost und Netto Gain 452. 1506 Kommando Points, Command Points, Number of Turns 3. Hm. Hätte ich sowohl früher, hätte es wohl lieber ausschalten sollen, damit ich da mehr Bonus bekomme. Wobei, wenn die wahrscheinlich auch nur 50 gebracht hätten, wäre das auch egal gewesen. Und so habe ich zumindest meinen Schaden vermindert. So, das heißt, ich habe jetzt die erste auf dem Schiff, die mich unterstützen kann.
Hey, aber don't be so uptight. Captain Military Protocol Section, bla bla, clear state all. I'm Captain Kyoto, Shields. Mein Nachname ist Shields, sowas. So, excuse my first officer, Commander Ava Crescentia. She's not bad as she seems at first. Okay. So, damit haben wir jetzt schon mal eine Asaga mit an Bord. Dann der Come to Rescue wird ever be the weak to oppressed Hero of Justice. Na los, weitermachen. Ja. Sie ist ein Freelancer und tell me more about your freelancing, tell me more about the pirates, tell me more about the mining union. Naja, noch weiß ich nicht allzu viel dazu, also. Bonnetrot neutral, bla bla bla, local adventure, alone single rider. Blackjack. Jesus. Yeah, you can call her. Ah, okay, dann heißt, ich habe jetzt mein erste Engineering bekommen. Warum guckt die denn so sauer? The Pirates in the Sector are lead by nasty girl namens Cassette Cosmos. We have already met her. Ja. Was ist a little girl like the Donimin committing pirates? Cassette may look like a brat, but don't estimate. Also soll die nicht unterschätzen. Sieht der own pass road for buying her candy on her first birthday. Okay. Na gut, wir werden sie bestimmt wiedersehen und bestimmt wird es dann noch andere Möglichkeiten geben. Okay, was ist mit der Mining Federation? I'm working for them right now. Founded Tyrion and pay me money to take out the pirates. Okay, also die bezahlen sie aktuell. Can keep mining. Ja gut. Let's move on to our next course of action. Okay, jetzt lächelt sie zumindest wieder. Sarah Space, huh? That's right. Former, was? We don't be joined forces for a while. From a look of their captain, we don't know. Das macht nichts. She already saved her neck and she is right. A carrier without any riders is useless. I say we work together for now. Sorry, Asuka, I don't think I can let. Na, die nehmen wir auf jeden Fall mit. I knew you were going to say that. Naja, dann frag mich doch gar nicht erst. Also, los geht's. Der erste Rider ist an Bord. Doch, ich habe sie an Bord gelassen. Was ist das Problem? Bist du etwa schon eifersüchtig, bloß dass da eine weitere an Bord ist? So. Okay, Bakery. Muffins. Okay. Los, lass mich doch weitermachen. Nicht so viel Geblabber. I'm back home. Ah, und da ist meine neue Chef-Entwicklerin. Ja. Nice to meet you. You must be Chia Shigara. Shigaras Lynn Ashads. Ashadas. But Asaga calls me that. So what is about this place being a bakery? A Stardust Bakery is the best place to get pastilles in Tyradia. The only place. Okay. Jetzt ist er schon wieder nicht mehr so begeistert. Okay. This is a strange place for a girl to have a workshop. Not at all. Tyradia is one of the mining union's primary worlds. I've been renting this dock from the union and patching up ships with Asaga for a while now. Okay, das heißt, sie hat da schon einiges gemacht. Und I guess can call me one of those people like Asaga. A freelancer. Oh yes, that. Okay, sie ist auch ein Freelancer. So, let's go down to business. The Sunrider need repairs, not only, but we still complete your test and resupply. Yeah. Most of the damage seems to be the outer hull. It should be
it shouldn't be too hard to repair. Also es lässt sich leicht reparieren und dann bringen wir alles wieder in Ordnung. Los, go on. Na los, weiter. 20%, was? We can start repairs as soon as possible. Do you want to oversee the repair work? Oh, I think I leave you in charge of that. I will be in my quarters, trying to find a way to write about this in my logs. Okay, das heißt, da ist jetzt wieder eine Woche um. So now we've been in dry dock for the past 2 days. Repairs have gone ahead of schedule, blah, blah, blah. Okay, alles gut. So, also Engineering, dann zeig mir doch mal, was ich hier machen kann. Surprising. This something you need. So you made blackjack yourself. That's correct. So it's fighter war. But I won't be open my bakery. Okay, do you also pilot a rider chigar? I do. Okay, sie hat auch schon einen Rider geflogen. About that. Where did you learn to work with machines like that? My people always expert with technology. Und ja, researching unglaubliche Dinge und gut. Du sagst so, das haben wir schon. Okay, das war's. Mehr kann ich hier nicht machen, ist ja nicht sehr viel. Hm. So, die ist jetzt im Hangar Bay. Oh, did you need me for something, Captain? I don't know. How did you meet Chigara? He's Blackjack doing about joining the Sunrider. That's all for now. Okay. So, 5 years ago, when she was just a girl. You're lucky she was there to save you. Jetzt habe ich es nicht gelesen. So, totally. Ja, klar. And ever since then we have been comrades in arms. So, so. Vielleicht sie gibt es viel Stadt aus der Rolle. Ja, mit Sicherheit. Ja. How does blowing deck? It's always in tooltip form. Weil mit Sicherheit hat die andere sie gerettet, weil sie irgendwas repariert hat. Some upgrades for you. Okay. About joining the Sunrider. So you will be willing to help, Captain, if you help me take out the pilots. Guess on board the Sunrider. Why do you want to join the Sunrider? Tell me more about the pilots you are after. I will have to think about... For the adventure, of course, and excitement. Really, that's all? Well... Yeah. I couldn't agree more. What's your good against Pact? Ja. Well, nothing as big as having my planet conquered by them. Ah, something more personal. Okay. Gut. I think there was a sector past years. Mercenaries. Okay. Civilians, wie immer. Na gut. Alright, you got the deal. Okay, sie ist also mit an Bord und wird dabei helfen, die Rider platt zu machen. That's will all for now. Stay out of trouble. Okay, dann soll ich mit der Dings nochmal sprechen, weil da gibt es ja mit Sicherheit noch was zu klären. Sorry for surprising you. Smet, do you also pilot a rider? I heard from Astro, you were a refugee. Oh, that's right. I used to be a refugee from the planet Diode. Diode, I remember hearing about Diode catastrophe about 6 years ago. Didn't... Okay, micro black hole. This was terrible. Ever since heaven be my own. Well, at least until Earthsaga found me. I'm sorry, I don't really like to talk about the terrible day. Sorry, I didn't mean to pry. Okay, what did you learn? Das ist alles schon das Gleiche. Okay, das ist alles für jetzt. So, da geht's weiter. The ship is at your command, Captain.
So, what do you chip next? Event haben wir alle. I have one interested pilot. You should be careful with that one. Osaka's the type of person that seeks out danger. Woman's. Ja, klar. What the ship's status? Repair already complete. We are ready to set sail and soon you give the command. Okay, dann carry on. Dann, wenn es sonst nichts weiter gibt, starten wir in die nächste Runde. Oh, alle drei. Bring me up to date on your situation. Crossroads Pirates are operating from an asteroid base near Tiberius Moon. The base itself has been built onto an asteroid. Okay. Reinforced with armor and decked out with weapons. The asteroid base is impervious. Most conventional weapon as a result. Not only that, but the asteroids are only in an ambush. Don't worry, Captain. These pirates are cowards. They are only used to fighting unarmed civilians and tracked freelancers. They will be shaking their boots. Okay. Also wir werden auf jeden Fall gegen die mit Sicherheit kämpfen. I've been working on getting a Sunrise Research and Development Lab operational. It said that you are just about ready to open your doors. From now, allocate funding to research new technologies, Captain. Na dann, lass uns doch mal was erforschen. Schub. Prepare potential mission for you, Captain. There's a pet communication spire near, this is coordinating nearly 35% of the military force in the neutral rim. Normally it had gone a fleet, but we have hit a stroke and got luck. Naja. Okay, dann lass uns doch mal nachschauen. Humans Traffickers Captain. Protecting human dignity out of much. Astral Expanse. So viel Text. Lass uns doch einfach zur nächsten Mission springen. Come on, Captain, we can just forget about them. Will sie mich jetzt davon abhalten, die Piraten zu jagen? So. Hier ist keiner. Research and Development. Dann lass doch mal schauen. Willkommen zu Research and Development. There's anything you can help with. Let me allocate your funds. Welcome to Research and Development. Ach je. Yeah. Okay. Also, Defense. More Flak, more Armor. 637 habe ich. Okay, das bringt dann eh nicht viel. Wird ganz schön teuer, das Ganze. So, Missiles, Damage, 110%, Missile Flak Resistant, Missile Energy Cost und Missile Storage, Laser, Accuracy und Energy Cost, so, Kinetic, Accuracy, so. Also, auf jeden Fall erstmal die Hülle ein bisschen verbessern. So, Energy Reaktor. Das wäre dann zu wenig. Achso, das ist dann immer nur das Upgrade. Also ich muss dann nur noch die Differenz bezahlen. Nicht komplett das obendrauf. Evasion, minus 20%. 500 ist aber zu teuer. Weil ich will auf jeden Fall den Laser noch ein bisschen aufmotzen. 110%, 150% und... Energy Costs auch ein bisschen senken. So, das geht jetzt schon. Aber ich kann die jederzeit wieder zurücknehmen. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht abgeschlossen habe. Und dann noch hier. Okay, 240 Damage. Das ist dann die Basis mit 240. Hm. 130 oder lieber noch ein bisschen mehr Hull Plating. Also ich hoffe ja nicht, dass ich so schnell... aufgebe, dann lieber noch ein bisschen mehr Power reinbringen. Und dann. Thank you, Captain. We'll get started right away. Gut. Na dann, auf zu den Piraten. Okay, das eine war Tyradia. Main Attack Piratennest. So, das andere ist Astral Präsenz. Zeit. Stop Slavers.
Okay, das ist das andere dann. Eine Sidequest. Und Packed Outpost ist wahrscheinlich auch eine Sidequest. Q30. Und in Sierra habe ich aktuell One Whisperer is now under pack occupation. Travel to and from Sierra has been restricted. Gut, dann widme ich mich erstmal den Slavers. Warp complete. So. Gut, Battle and Stations. Ich hoffe mal, dass ich da noch ein. Ui. A Captain Liberty is capable of generating a small energy field. Energy fields provide protection against laser-based weapons. For all units within the blue field indicate on the map. Using our light defense while exploiting weaknesses in the enemy defense is essential to win. Using allied defense while exploiting weaknesses in the enemy defense is essential to winning. Okay. No defense is perfect too, so make sure you exploit the holes in the enemy's defense by using the best weapon type for the situation. So, und woran erkenne ich das? So, also das Ding hat ein. How can I help? Aim up. Was bedeutet das? So, shut off. Aim up. The Sunrider awaits orders. So. Laser 74% oder 64. Und Trinity gleich mal die ersten ausschalten. On target. 480 Damage. Okay. Captain? Adds an additional 15 points to the target's weapon. Ach, Kassel has a range of 3 hexes. Ah, okay, das hätte ich dann vorher nochmal machen sollen. Ja, dann machen wir doch den Restart-Turn. Die Frage ist natürlich auch, wen ich hier alles ausschalten soll. Captain? Das heißt, die kann auch reparieren. Flag off. Disable. Ready to roll. Oh, you were there, Captain. So, du hast doch ein Schild gehabt. So, das heißt, dann müsste ich dich auf jeden Fall mal in den Schildbereich holen. Du hast 100 Energie, 40. Dann kann ich aber den Laser nicht mehr einsetzen. Dann kann ich dich nur bis dahin schicken. Blackjack, good to go. Auch den Laser einsetzen. Maximal 200 Damage. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Miss. Aww, I missed. Ja, ganz offensichtlich. Shall na gut. I compute something for you? Lasers are accurate even from long distance but lack firepower. So, mal gucken, I ob du triffst. Ja, das hoffe ich auch. I'm glad that's over. 73. Hat zumindest nicht gereicht, ihn auszuschalten. Aber jetzt ist er ausgeschaltet. Okay. So, dann kann ich mit dem Schiff. Das Puls weiß High Volume of Laser Pulses, even if the enemy evades one bolt, another may strike. 32%, 64. Maximum 240, obwohl ich 400 Schaden gemacht habe. Und du machst 300, maximal 300 Schaden. Aber dafür sind die Ausweichchancen deutlich größer. Naja, schauen wir mal, dass ich den einen kleinen bekomme. Jetzt hat er daneben geschossen. Das ist ja echt ein Käse.
Das heißt, da kann ich den Zug so oft wiederholen, bis ich dann ausreichend getroffen habe und hoffentlich alle so weit erfolgreich war. Hat sie wieder daneben geschossen. You're watching over me, Captain? Okay. This is my least favorite. I'm glad that's over. Okay, 71. Nochmal Laser. I'm glad that's over. Okay, der ist hinüber. Und dann kann ich dich mit 74% treffen. Okay, dann sind zumindest zwei ausgeschaltet, dann passt es. Und ich kann die Missiles noch einsetzen. So. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie viele sie davon abwehren können. What can I do for you, Mom? Shall I compute something for you? The Sunrider awaits orders. 32%. 42%, 46%. Naja, schauen wir mal, ob die durchkommen. Oder ob die letztlich 82% effektiv ist. 54, hey, zerstört. Sehr schön. Zwei sind unterwegs ausgelöscht worden. Gut. Dann auf in die nächste Runde. Okay, daneben. 180 Schaden. Our hull is beginning to fracture. Minus 41 Damage ist auf dem Schild gelandet. Our hull is beginning to fracture. 42 Damage. Achso, 42 Damage und 13 Damage ist das, was hier letztlich reduziert wurde. Weil das sind wahrscheinlich dann die Werte. Our hull is beginning to fracture. Das ist natürlich ziemlich viel, was dann das Energieschild sozusagen abfängt. It appears your luck is holding, Captain. We have taken no damage, Captain. Ja, sehr schön. So, das bedeutet Black Deck, weiterhin. Good to go. So, Puls 240. 38%. So, das probieren wir jetzt mal aus. Zweimal mit den Pulswaffen. Pew, pew, pew. Ja, genau. Where that came from. Naja, das ist jetzt nicht allzu viel Schaden. Aber immerhin kannst du noch ein zweites Mal angreifen. Okay, ausgeschaltet. So, danach noch Repair. Wenn ich das während der Runde schon mal mache. Sehr schön. All systems are green. So, dann schauen wir mal, dass ich den nächsten ausschalten kann. Commencing fire on target. Okay, auch erwischt. Sehr schön. Und das heißt, der Hüllenschaden ist schon mal komplett repariert. Yes, Captain. Das ist sehr prima. Dann ist es auf jeden Fall deutlich billiger am Ende, das Ganze zu reparieren. Minor damage sustained. Oh, all no. Systems are still green. 10 Damage. Our hull is holding. Gut, die anderen greifen jetzt wieder das Schiff an. Hard to port. Our hull is holding. Cool. Das gefällt mir schon What mal ganz can I gut. Do for you, Mom, Kapitän? So, dann machen wir doch jetzt nochmal die Pulswaffen. Und du versuchst mal den da hinten klein zu bekommen. I did it. Okay, 45. Dann jetzt noch den Rest. Ja. So, für dich. Laser. Das heißt, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Energie dann, wenn ich 100. Also 15 mehr, 130 Energie bräuchte ich. Charge Trinities! Confirmed hit! Ja. Dann könnte ich den Laser zweimal abfeuern. So, jetzt machen wir hier wieder. Scanned, ja, wobei, das kann ich nächste Runde reparieren, weil so viel hat sie ja jetzt nicht an Schaden genommen. Dann. Don't get any closer! I hit?
Ja, dann machst du noch einen zweiten Treffer hoffentlich. I'm glad that's over. Jawohl. So. Noch eine Runde. Und dann sind die beiden Schiffe hoffentlich ausgeschaltet. Und die Reparatur lohnt sich umso besser. What do you need, Captain? So, Laser oder Puls? Schauen wir mal, dass wir die Puls machen. 300, das ist zu wenig. Ja, das ist leider zu wenig. Na gut. Reparieren mache ich trotzdem. Und dann probiere ich mal bei dir mit den Puls. Achso, es lohnt sich natürlich nicht. Und dann machen wir lieber die Laser auf den hinteren. Ah, 58. Na super. Mal gucken. Damit kriege ich ja wahrscheinlich 0 Schaden hin. Assault Gun Spray, Positive Lock Caliber Rounds Enemy, Even as the Enemy Waits. Armor is twice as effective against Assault. It's used to shoot down incoming enemy missiles, but loses effectiveness against substantial barrage. Captain, okay, die anderen haben alle nichts mehr. Okay, kriege ich damit? It's hopeless. Na gut. Naja, dann beenden wir die Runde. Can't catch me. Good thing the enemy's nearsighted, huh, Captain? Okay, haben zweimal daneben geschossen. Sehr schön. Ready to roll. Gut, dann einmal Pulslaser. Ja. Und noch ein Pulslaser. Score one for the good guys. Ja. Gut, Victory. Destroyed enemy chips. Dafür gibt es 100, dafür gibt es auch nochmal 100. Für die großen gibt es 380. Enemy Destruction Reward 710. Repair Cost 1 Dollar. Na, das ist doch prima. So lohnt sich das. Captain, some of the traffickers have made change. Managed to escape spots. They have dropped a distress beacon and requesting relief. What are your orders? SL is am right. Naja, ich denke mal, dass wir sie retten werden. Also. The Tyrion Justice System is underfunded as it is this year, and the traffic is phase final. We still have an obligation to the law. Pick them up and lock them in the bridge. Let them guess the taste of their own medicine. Jam the distress beacon. Na, wir bringen doch die Leute nicht um. I, Captain, I form security to prepare to take in some prisoners. But Captain, these guys could just be rebelled themselves out of jail. They are too dangerous to let live. Ach komm, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. The justice system will deal with these crocs, not your guns. Genau, wir werden hier keine Selbstjustiz durchführen, sondern Oscar can get a little too excited at times, especially when people are being hurt. I'm glad you are here to keep her on the right path, Captain. Jawohl, wir sind das gute Gewissen von was auch immer. So, da ist niemand. Dann kann ich hier aber wieder die Lead Arcade. Welcome to Research and Development. Ja, wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Energie. 105, 110. Es reicht noch nicht. Aber es ist ja lustig, dass ich jederzeit wieder umallokieren kann. So, Energy Cost. Genau, die kann ich ja noch ein bisschen senken. 77% Energy Cost. Also Laser und Puls geht runter. Das heißt 54. Das heißt 108 brauche ich dann nur noch. 59. Ne, jetzt brauche ich noch 118. Und ich habe jetzt 115. Aber ich kann zumindest den Puls noch einsetzen. Beziehungsweise die Genauigkeit runter. Moment, wie viel brauche ich denn jetzt? 100 habe ich. Und 144 brauche ich. So, das heißt, die Damage ein bisschen runter. Und dafür kann ich... Okay, jetzt verstehe ich es noch nicht. 80. 169.
Moment, ich verliere immer was. Das heißt, das, ja, das hätte ich mal mit vorher anschauen sollen. Okay, na gut, dann beim nächsten Mal. Das heißt, das ist immer nur der Wert, den ich zurückbekomme. Das heißt, ich bekomme immer nur einen Teil von dem zurück, was ich investiert habe. Alles klar. Na gut. We'll get started right away. Ja, dann auf zum nächsten. So, hier habe ich jetzt schon alles erledigt, da gibt es nichts mehr. Dann machen wir jetzt die nächste Sidequest, bevor ich mich dem... Was? Ich kann nur eine von den Sidequests erledigen? Oh, na, das ist ja blöd. Na gut, dann machen wir die Hauptquest weiter. Main Attack Pirate Nest. War successful, wir drei Tyria. I'm 100% sure the pirates are waiting to ambush us. Na dann, auf geht's. Battle and station. Ah, the time has come to issue executive orders, Captain. As you win battles, you gain command points based on your battlefield performance. These command points may be spent to issue powerful executive orders which can quickly change the tide of combat. Simply select the orders tab. Okay, die da oben. Orders to issue. Be careful, as you can only use a single order per turn. Okay, was gibt's denn für Orders? Wobei es 15% Aim und 20% Damage to all... Die Allied Units, restore 50% of the Sunrider's health, deals 5600 unavoidable damage to all units in a straight line extending outwards. From the Sunrider's maximum range of 6 hex. Okay, provides plus 20 flak evasion and shield generation to all ships. This cancel full forward to active. Naja, das klingt alles jetzt noch nicht so interessant. So, das ist das Ding, ja, die Piratenbasis, die auszuschalten ist. Und du musst auf jeden Fall in den Schildbereich, damit du hoffentlich dann auch davon profitieren kannst. Und so, du hast jetzt noch 80 Punkte über, das heißt einmal Lasereinsatz. Und zwar am besten da unten. Und ich hoffe, es reicht, um den auszuschalten, ja. So, Nummer 1 ist weg. Oh, you were there, Captain? So, dann Laser. 50, das heißt, du kannst zweimal feuern und ich hoffe, dass du den... Leave my friends alone. Ja, die Stunde ist um. Ich werde den Kampf jetzt noch beenden und dann reicht es sozusagen für die erste Runde. I hope so. This hits. I hit. Ja, so, damit ist der zweite auch ausgeschaltet. Yes, Captain. Und jetzt muss ich mal schauen... So, 59, das heißt, den kann ich nur einmal einsetzen, aber das sollte ausreichen, um den großen auszuschalten und danach noch einen Puls auf den davor zu setzen. Okay, der hat noch 37 übrig. Kann ich jetzt nichts direkt dagegen machen. 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken, ob die auch angreifen kann. Weil, ja, mal schauen. Okay. End turn. Ja, sieht ganz so aus, als ob sie angreifen kann. Hoffentlich kann ich davon einige ausschalten. 7 intercepted. Minor damage sustained. Okay, 24 Damage. Sehr schön. Oh, sie kann nochmal Raketen abfeuern und wieder auf die 3 Interceptest. 7 Intercepts. Gut. Ja, 41 abgeblockt. 44 abgeblockt. We have evaded the enemy's attack. Okay, die können anscheinend ziemlich schlecht zielen. Naja, okay. Let's go get 'em.
So, für dich wieder mit dem Puls, damit du den einen dort oben auch schalten kannst. Gonna light this place up. Attack successful. That's gotta hurt. Sehr schön. So, und dann noch den da oben oder lieber den hier unten. Gonna light this place up. I did it. Hey, cool. Hast du gleich komplett ausgeschaltet. So, dann warte ich dich mal noch ab. Issue your command. Und so, jetzt ist natürlich die Frage mit den Lasern. 86%. Kann ich eigentlich auch schon die Basis angreifen. Commencing fire. The attack is successful. 256. So, und dann noch. Hey, dann schicken wir noch da mal die Missiles hin. Firing Hell Dart Missiles, Sir. Vier Interceptors. On target. Ah, verdammt. Das hat aber wenig Schaden verursacht. Schade. Shall I compute something for you? Du solltest zumindest noch den da oben auszuschalten. Did I forget to carry the one? Verdammt. Na gut, schauen wir mal. Glad that's over. Okay, 79. Verdammt. All systems are green. Na gut. I'm still A-okay. Okay, 50 Damage reduced, 7 sind intercepted. Don't worry, I'm still A-okay. Das Gleiche. Okay. Don't worry, I'm still A-okay. Blackjack still holding strong. Our hull is holding. Okay, nur einer auf mich und die anderen auf die. Auf die hier angriff. Gut, dann mit dem Puls solltest du jetzt da auf jeden Fall den einen wieder ausschalten können. Genau. So, und das gleiche. Ah, du hast ja auch nochmal Missiles. Dann schalt du doch mal den da oben aus. Sehr schön. So, und dann ist der auf jeden Fall auch schon mal ausgeschaltet. Ja, du solltest jetzt mal die Hülle wieder reparieren. Awaiting orders. Und dann schalte ich vorher jetzt noch den. Target locked. Confirmed hit. 44. Okay, das sollte jetzt mit dem Puls ausreichen, den auf jeden Fall auszuschalten. Ja. So, und in der nächsten Runde ist die Piratenbasis dran. Blackjack still holding strong. What can I do for you, Mom, Kapitan? 200, 240. Gonna light this place up. All for one and one for all. 590 übrig. The Sunrider awaits orders. Trinity's locked. The hit is solid, Captain. Okay, eine Runde wird mit Sicherheit noch dauern. Ja, du wirst noch mal reparieren. Thanks for the assist. Now it's my turn. 600, ja. All systems are green. Target locked. The hit is solid, Captain. Let's go get it, Captain. Blackjack, good to go. Ausschalten können. Na, ja, guck mal, vielleicht geht's ja sogar noch. Time to do this the old-fashioned way. More where that came from. Na gut, eine Runde noch. Ah, hat keine Munition mehr, oder was? What are you doing, you fools? Kill them. Not this time, Cosette. We are here to end your activities in this sector. Hehe, you are bold one. But naive. Hostiles alert! The enemy has brought in reinforcements. Okay. Na dann. At your command. Ausschalten. On target. Ja. So. Die Reinforcements haben euch nichts mehr genützt. Und das sind zwar jetzt Surrender, aber ich hoffe, jetzt bekomme ich hier wieder den Surrender-Bonus. 50, 50,
Also ich glaube, es sind... Ich bekomme weniger. Naja. 1800, das sollte auf jeden Fall ausreichen, um jetzt genug zu investieren und die Sachen hochzubekommen. This is only the beginning of your story. I look forward to seeing how it will continue. The girl should be in the hangar. You should go and celebrate with him. Und du kommst nicht mit? Skirmish. Okay, also erst im Hangar noch. We did it, Captain. The Pirate's Nest is history. I promised I'd be glad to join you aboard Sunrider. If you were against Pactum, sign me up. Okay, what do you think will happen to the pirates? Without the Pirate's Nest, the activities in the sector are practically finished. Okay. Dann gibt's nichts mehr zu tun hier für dich. What's going to happen with Chiaga? Oh, you should talk to her about that. I think she wanted to speak to you anyways. Okay. I'm looking forward to a bed. Get so uncomfortable sleeping on the blackjack sometimes. Aber can help you get moved in. Oh, by the way, I think Chigaras wanted to talk to you. You should go to speak her. Okay. Sie ist auch im Hangar Bay. Ah, Captain, I'm back. Welcome back, Chiaga. Really, I wonder what your plans now. Going to get more lonely. Ah, okay, sie ist mehr alleine, wenn die andere jetzt weg ist. You should join the Sunrider too. You could use an extra pilot like you. Ja, genau. Really, is that allowed? Natürlich ist es erlaubt. Ich bin der Captain. Ja. So, willkommen Sunrider Chiaga. Okay, dann ist sie jetzt auch an Bord. You can speak with Ava if you have problems to moving in. Das heißt, sich einzugewöhnen. Sunrider, this story takes place as we will today in Universal. Was? Okay, begin Captain's Log. It's been 2 weeks since we took down Cosset Space and the Asteroids. Since then we have been chasing down Mirror Criminals. Genau, wir haben jetzt 2 Sachen schon ausgeschaltet, aber wir haben Pact nicht angegriffen. Ich hoffe mal, dass ich die Nebenmission da trotzdem noch machen kann. Captain, we have just received an encrypted mission transmission from Solar Alliance. Admiral Gray interested in speaking to you. Okay. FTL, faster than light. Kleine Anspielung, oder was? Greetings, Captain of the Sunrider. I'm Admiral of the Alliance Space Force. Das ist nicht FTL. This is my first office. So. Okay, was ist los? Pains me to hear that another neutral world has fallen to the Pact War Machine. Okay. Also sie erobern die ganzen Welten, um natürlich ihre Kriegsmaschine in Gang zu halten. Soweit so klar. Why do you need us, Sully? The Alliance must have other ships to take the tasks. Alle diplomatics, hiring government officials. Why do you need to protect so much? Is there really no hope of getting invested? Join the Alliance. You have a deal, Admiral. Any mission against Pact is good in my book. Okay, interessiert mich jetzt der ganze Krimskrams? Naja, doch, schon mal reinschauen, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, was da los ist. Okay, also warum werden die so stark benutzt? Oh, sie haben den Krieg bereits gegen Pact erklärt. Gut, the vesting war between Pact and the Alliance now would cost the lives of billions. The Alliance should wait for a better moment to fight Pact. But Pact's going to take over the galaxy one way or another, Admiral. The Alliance must stop them. Nee, ich denke, sie sollten lieber warten. A matter for politics to decide. Unfortunately, the President has ordered that we prevent an intergalactic war. So those are your directives. Okay. Gut, dann. Any mission against Pact is good in my book. Na gut. Gut, my staff already mailed your first officers with the detail. Na gut. A mission from the Alliance. Can't say I was expecting this. Ich kann nicht sagen, dass ich das erwartet habe. Okay. Times like this, almost everyone wants a hired gun.
Especially if you have to have a very big gun. Ja, genau. Privateering. Privateer. Auch ein cooles Spiel gewesen. You might have to swap out your uniform with something more eye-catching. Do you have a pirate commander design yet? Ha ha ha. Tell me about the situation between Alliance and Pact. What do you know to know? Tell me more about the Alliance. Alliance current powerhouse of the galaxy. Military economic research between planet Solaris and the most other worlds. Okay. Some planets simply wish to be left alone. The planets make neutral. Ja, und jetzt werden sie alle gecatcht. Space Democracy is a difficult thing to maintain. Mit Sicherheit. Na gut. The Invisus Party is a Solar Congress. It wish to take a war pass against Pact. Naja, es gibt immer irgendwelche Leute, die Interesse haben, einen Krieg zu führen. Tell me more about Pact. Pact stood for People's Alliance for Common Treatment. Aha. Was ordinary an independent movement which started in New Eden against the new Empire. Parallel forever rules of how the planets reach themselves with the must lift in. Ha. Tja, erst war genug für alle da und dann wollten manche mehr und dann gab es nicht mehr genug. Wie immer. The improvement went horribly wrong short after Pact. Extreme Nationalism and Paranoia set him. Naja. Wenn to power. Okay, also eine Figur, die dann mal wieder die ganzen Unzufriedenen hinter sich vereint hat und dann zum Selbstläufer geworden ist. Und keiner weiß was über ihn. Aber sie sind jetzt nicht im Krieg bis jetzt. Nein, not going to be bad on the last thing. War between the two powers is all but inevitable, I would say. Any hitting neutral rim planets are far away from Solaris. Ja, wo werden sie als nächstes? Na gut. Dann, das haben wir schon. It doesn't sound like an admiral is a fan of his own government. Ja. I get the same feeling as well, okay. But Alliance has been avoiding war with Pact at all costs. Aber dem Militär möchte den Krieg. Naja, sonst ist ja auch zu nichts Nutzen. Wozu ein Militär haben, wenn sie keinen Krieg führen können. Also gut. So, die Skirmish fange ich jetzt nicht mehr an. Research and Development. Ich kann sogar alle Einzelnen dann einstellen. Okay, aber ich wollte jetzt erstmal hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich die beim nächsten Mal zweimal abfeuern kann. Das heißt Energiereaktor auf 115. Und wie viel Energie habe ich jetzt? Energy Cost ist jetzt aktuell bei 59, 118 und 54 wäre dann 108. Ja, 108 sollte auf jeden Fall dann reichen. Und ja gut, den Rest werde ich mir später nochmal überlegen, wenn ich mir das Ganze weiter anschaue. Die Frage ist, was das Skirmish jetzt noch ist. Welcome to a skirmish mode. Here you will be able to refine your strategies by fighting custom battles. Click to add player ships and click to drop your units to the map. Do the same to add enemy units. Press shifting allows the blah blah blah. Aber keep in mind that you will not earn any money or command points in skirmish mode. Ja gut, dann habe ich da auch keinen großen Bedarf jetzt dazu, irgendwas zu machen. Wie komme ich hier jetzt zurück? Welcome to research and development. Okay. Thank you, Captain. Come again soon. Nee. Add player units, add enemy units. Return. Gut. Gut, so viel für die erste Folge. Es gibt hier auf jeden Fall dann noch einige Missionen zu erledigen, bevor sicherlich die Pact aufgehalten werden kann oder was immer dann dort notwendig ist. Und die Nebenmission kann ich hier auf jeden Fall weiter nicht machen und das ist dann jetzt die nächste Hauptmission, wo ich die Diplomaten retten soll. Okay, dann gibt es jetzt soweit nichts weiter zu tun. Also natürlich gibt es jetzt noch eine Menge zu tun, aber nicht mehr heute, nicht mehr für dieses Video, sondern wenn dann in einer eventuell weiteren Folge. Und
Main. Yes, ist ja gerade gespeichert. Und genug für heute. Also bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge und einem anderen angespielt und ausprobiert. Tschüss!